In diesem Video zeige ich Ihnen drei Vorübungen, um die Bewegung der Arme mit Hilfe der Oberschenkel zu bewirken und die innere Kraftverbindung zwischen den Oberschenkeln, dem Schultergürtel und den Armen kennenzulernen. Jetzt kommt eine Übung nur mit den Armen. Nehmen Sie die Hände locker vors Herz, die Ellenbogen sind etwas gehoben bis auf Herzhöhe und breiten Sie die Arme langsam zur Seite aus, auch die Finger. Und dann holen Sie sie wieder herein bis zum Herz. Breiten Sie die Arme jedes Mal weit aus und gehen Sie mit dem Gefühl noch über die Finger hinaus, sodass die noch wie davon mitgenommen werden. Und wenn Sie reinkommen, entspannen Sie den Brustkorb. Und versuchen Sie, den Atem ganz entspannt mit dieser Bewegung mitgehen zu lassen. Entweder Sie atmen ein, wenn es hinausgeht, und aus, wenn es hereinkommt, oder umgekehrt. Oder es sind mehrere Wellen auf einer Bewegung. Wichtig ist, dass der Atem frei schwingen kann, wie die Melodie auf einem Musikstück dahinschwingt. Dann werden Sie beim Nachlauschen nachher wahrscheinlich ein recht belebtes Gefühl auch in diesem Bereich empfinden können. Nun versuchen Sie, die Arme mit den Kräften des Brustkorbs zu bewegen. Bauen Sie im Brustkorb eine leichte Spannung auf, eine ausdehnende Kraft in der Muskulatur und lassen Sie davon den Arm hinausführen und holen Sie im Brustkorb eine leichte zusammenziehende Kraft, die Sie aufrufen, mit der Sie die Arme wieder hereinholen. Ausdehnen im Brustkorb nimmt die wahrnehmenden Arme mit hinaus, zusammenziehen im Brustkorb führt die Arme wieder herein. Im Brustkorb, wo Sie die Bewegungen erzeugen, sind Sie aktiv. In den Armen, wo die Bewegung geschieht, sind Sie passiv, aber wahrnehmend passiv. Wenn Sie nur wenig spüren, folgen Sie diesem wenig. Setzen Sie sich nicht unter Druck, es sollte gleich ganz intensiv sein. Mit der Zeit wird es mehr. Und wenn Sie gar nichts spüren, dann versuchen Sie mit dem Bewusstsein zumindest die Bewegung des Brustkorbs und die Bewegung der Hände miteinander in Beziehung zu setzen. Und dann müssen Sie darauf achten, ob vielleicht nicht doch plötzlich irgendein Gefühl der Wahrnehmung einer Kraft auftritt. Und dann glauben Sie daran, dass das so ist. Hinterfragen Sie es nicht sofort. Klopfen und massieren Sie Ihre Oberschenkel ein bisschen. Das hilft Ihnen, sie nachher gut zu spüren. Bleiben Sie aufrecht und gehen Sie langsam in die Knie. Spüren Sie Ihre Oberschenkel und jetzt spüren Sie die Muskulatur und langsam strecken Sie die Beine, bleiben aber mit dem Bewusstsein ganz in der Oberschenkelmuskulatur. Wiederholen Sie das mehrfach und versuchen Sie, unten zu bleiben und nicht, wie es oft geschieht, dass er mit dem Bewusstsein plötzlich hier im Brustbereich ankommt, sondern gehen Sie langsam hoch und haben Sie das Gefühl, als wäre das fast wie so eine Art Sardinenbüchse der Motor, mit dem Sie in den Oberschenkeln den Körper hochschrauben. Wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, dieses Aufrichten, und trotzdem unten im Oberschenkel bleiben und die Muskulatur spüren, dann werden Sie nachher wahrscheinlich ein recht warmes und belebtes Gefühl in diesem Bereich empfinden.